Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Heute soll es mal um Abge und Rapex gehen und was die in letzter Zeit für Content produzieren, sage ich mal. Wir fangen erstmal mit Abge an. Abge kennt ihr sicherlich alle, ist berühmt geworden mit Trolls, mit Fake-Videos, sowas. Er hat ja eine Zeit lang mit diesen Fake-Videos aufgehört. In letzter Zeit ist es immer mehr gekommen, dass er das gemacht hat. Er hat zum Beispiel Montana Black Story aufgegriffen, wo Montana Black für Spielsucht, weil er ein illegales Casino beworben hat, oder nicht illegal. Auf jeden Fall war da irgendwas mit Montana Black, ich weiß auch nicht mehr so genau was. Hat er in einer Minecraft-Story aufgegriffen, hat darüber ein Video gemacht. Montana Black hat auf meinem Server illegales Casino, und das ging ungefähr 14 Minuten. Dieses Video, Leute, hat absolut gar keinen Inhalt. Der vermittelt gar nichts. Das vermittelt einfach nur mal wieder, wie Geldgeil abgeht. Er lädt es an Kato. Das merkt man einfach. Diese 14 Minuten sind einfach nur aufgenommen, Leute. Und an Kato hochgeladen. Ja gut, wir reden jetzt mal nicht über mich. Aber trotzdem, ich meine, bei so einem großen YouTuber an Kato immer noch seine Videos zu produzieren, ist schon ein bisschen legitim. Ich frage mich überhaupt, wer spielt denn immer solche Rollen? Und Wer macht überhaupt das? Wer spielt denn immer diesen Gegenspieler? Wer hat diesen Montana Black Account erstellt und ihn benutzt, sage ich mal, in diesem Video? Und außerdem, Leute, ihr fragt euch jetzt sicherlich, wie ich auf die Idee komme. Ja, warum ist das fake? Weil kein normaler Griefer Game Spieler verwendet normale Worte wie der in dem Video und setzt Punkt und Komma oder sonst sowas. Das macht kein normaler Griefer Game Spieler. Die Griefer Games Community ist zwischen, ich sag jetzt mal, 10 und ja, ungefähr 16 Jahre alt. Um den Dreh sind die alle alt. Von dem her achtet da kein Mensch auf die Rechtschreibung, und auf Griefer Games werden viele Abkürzungen verwendet und nicht so wie immer in den Videos, wo alles immer ausführlich geschrieben ist, abgehst noch gleichzeitig kommentiert und alles da erklärt. Wir sehen doch, was du schreibst, Digga, da musst du es nicht noch extra erklären. So, das ist erstmal die Kritik an Abge von mir, dass du einfach, solche Videos sind leicht zu produzieren, du brauchst einfach nur, musst ein Haus kopieren, illegales Casino reinschreiben, dem irgendwelche OP-Items geben oder ja, irgendwie komische Regeln aufstellen, wie es in dem Video war, dass du erst ab 6 Spawnern ausgezahlt bekommst, dass es dann halt wieder verarscht ist und dass am Ende den Scammer halt bestraft, wie es in jedem Video einfach tut. Das ist so das Prozedere. Also, er hat natürlich immer eine andere Story in jedem Video, aber das meiste Video besteht daraus, es wird jemand reported und abgeguckt selber nicht mal die Reports eigentlich nach. Das machen eher die Subs oder so, aber auch okay. Er sagt immer, die wurden alle reported. So, dann geht er dahin, dann fragt er, ob man mit ihm spielen kann. Ich habe nämlich auch schon mal so einen angeschrieben, Leute, und der hat mir nicht zurückgeschrieben. Es ist komisch, dass der immer nur Abge zurückschreibt. Und dann darf jeder bei ihm spielen oder was. Also, dann darf er bei ihm spielen. Und das zögert sich dann meistens auf 10 bis 14 Minuten heraus, weil die einfach noch so einen langen Dialog über den Chat halten, Leute. Ist einfach nicht mehr normal. Das ist einfach meine Kritik, dass man einfach ein paar mehr Videos mit ein bisschen mehr Inhalt produzieren sollte. Keine Ahnung, ein paar mehr Cuts setzen. Einfach mal ein bisschen kürzer halten und nicht, Junge, ich brauche jetzt mehr Werbeeinnahmen. Das ist meine Kritik hauptsächlich an Abge. Aber es gefällt ja auch vielen Leuten, wie man an den Videoaufrufen sieht. Denn wenn es den Leuten gefällt, habe ich nichts dagegen, aber es ist meine persönliche Kritik und ich wollte das einfach mal in diesem Video zum Ausdruck bringen. Jetzt kommen wir zu Rypex, Leute. Der liebe Rypex übertreibt es maßlos. Hat früher Abge gemacht, jetzt fängt Rypex damit an. Das ist. Die Videos, die er einfach produziert, sind einfach so: irgendein kleines Kind regt sich auf, macht was kaputt und dann bannt er denjenigen und nimmt ihm all seine Sachen weg. Daraus besteht eigentlich der eigentliche Inhalt von jedem Video. Das muss man. Man will sich vielleicht dieses Drama ansehen, ja? Oder wie er das kaputt macht, das kann ja auch irgendwas anderes sein, Leute. Kann ja, in dem einen Video sollte ja, glaube ich, einen Laptop kaputt gemacht haben. Also, wenn du einen Laptop kaputt machst, kannst du ja wohl nicht mehr über Teamspeak ganz normal reden.
Und das konnte der dann auch immer noch. Der hat vielleicht irgendeine Schachtel oder so runtergeworfen. Ich weiß es auch nicht, Leute. Auf jeden Fall, das ist auch meine Kritik an Ripex. Du hast, glaube ich, fast. Der hat 60.000 Abos oder so und macht solche Kackvideos, Leute, die mir einfach nur zum Kotzen sind, wo ich mir denke, Digga, du hast 60.000 Abonnenten. Ich würde mir einen Arsch abfreuen, wenn ich so viel hätte, Alter. Und mir darauf erstmal einen keulen. Auf gut Deutsch gesagt, Leute. Dass ihr jetzt nicht irgendwie. Sollte jetzt einfach mal ein bisschen vulgärsprache sein, man kennt ihn. Okay, Leute. Dann hoffe ich, dass euch dieses kleine Video gefallen hat, wo ich meine Kritik an Abgo und Ripex mal wieder geäußert habe, wie ich es auch öfters tue. Ihr könnt ja mal in nächster Zeit schreiben, was ihr für Videos sehen wollt. Schreibt es mir einfach mal unten in die Kommentare. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.